Gut zum Kämpfen. Oder zum Gräberschaufeln. Du warst weg, als wir die Löcher für Marlon und Brody gegraben haben. Wir hatten Tassen und Schüsseln. Hat ewig gedauert. Manche Pilze sind essbar. Das gefällt dir, hm? Wenn man ständig nur ungewürzten Haseneintopf isst, wird man irgendwann verrückt. Diese Kräuter werden die Stimmung heben. Darauf könnt ihr wetten. Schon was gefunden? Was denkst du denn? War ja nur eine Frage. Ich muss zugeben, deine Idee mit dem Stacheldraht ist echt gut. Wenn die Schweine über unsere Mauern klettern, reißt ihnen das die Gedärme raus. Das würde ich schon gern sehen. Was gefunden? Ja, sicher nützlich. Ja, meine. Stacheldraht, und zwar jede Menge. So kommen die Plünderer nicht über unsere Mauern. Hey, die sind nützlich. Wofür? Daraus können wir Bomben bauen. Bomben? Ist das dein Ernst? Klar! Solche Sachen habe ich früher ständig gebastelt. Er hat Zeug in die Luft gejagt. Deshalb ist er ein Sorgenkind. Genau. Ich brauche nur Propangas und einen Zünder. Und schon haben wir eine nette kleine Bombe aus eigener Herstellung. Wenn ich mich recht erinnere, war da ein Chemielabor. Vielleicht gibt es dort Propangas. Na los, hilf mir, das wegzuschieben. Okay, mal sehen, was es da drin gibt.
los? Seid ihr okay? Nur eine böse Überraschung. Oh nein. Was? Wer war sie? Miss Martin. Unsere Schulkrankenschwester. Sie ist geblieben, als alle weggingen. Gott, sie sieht. Sie ist kaum wiederzuerkennen. Sie ist genau wie all die anderen. Tut mir leid, Uri. Wenn ich sie nur so herrichten könnte, wie sie war. Einmal haben wir nach Essen gesucht. Beißer haben uns angegriffen. Wir wollten gegen sie kämpfen. Aber es waren zu viele. Miss Martin hat uns befohlen, wegzulaufen. Sie hat mir beigebracht, andere zu verarzten. Nähen, betäuben, Schmerzmittel, Fieber senken. Ich glaube nicht, dass ich es tun kann. Kannst du? Tut mir leid. Alles in Ordnung? Ja. Gib mir nur einen Moment. Kommt schon. Lasst uns das Propangas finden, damit wir hier verschwinden können. Sieht aus wie Pisse. Trau dich und trink es. Kommt nicht in die Tüte. Feigling. Mitch, ist das nützlich? Genial. Ich hatte gehofft, hier sowas zu finden. Das ist ein Anzünder. Damit können wir Funken erzeugen. Jetzt brauchen wir nur noch Propangas, dann können wir diese Arschlöcher hochjagen. Hast du was gefunden? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hoffentlich ist da Gas drin. Ja, perfekt. Hier. Cool. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir sollten zurück und allen davon erzählen. Zuerst müssen wir Miss Martin begraben. Begraben? Wozu?
Sie ist ein Beißer. Hilf mir, sie rauszuziehen und zu verbrennen. Nein. Nur wegen Miss Martin leben wir alle noch. Sie verdient ein echtes Begräbnis. Hier. Neben ihrem geliebten Gewächshaus. Sie ist seit Jahren tot. Das hat keinen Zweck. Ich helfe dir, sie zu begraben. Das ist das einzig Richtige für jemanden, der dir nahe stand. Vielen Dank, Clem. Das ist keine Person, nur ein Beißer. Na schön, aber ich werde mich nicht mit diesem Ding abrackern. Ich platziere einen Stein auf dem Friedhof bei der Schule. Aber Miss Martin mochte diesen Ort. Sie wird glücklich sein. Wenn wir sie begraben haben, werde ich allen sagen, dass du mir geholfen hast. Dass du ein gutes Herz hast unter der fiesen Schale. Hey! Glaubst du, das reicht? Hoffentlich. Dann kann Lily mit ihren Leuten auch nicht über die Mauern klettern. Sie müssen durch die Tore kommen. Das können wir einplanen. Und dann laufen sie direkt in den Flammentod. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Hier, für euch. Sein Hemd ist schmutzig geworden, als... Du weißt schon. Woher hast du die? Sind von Ten, als er herkam. Müsste ungefähr AJs Größe sein. Wie geht es ihm? Besser. Das Fieber ist gesunken. Danke, dass du ihn reingetragen hast. Kein Problem. Also, wir haben wieder ein Gewächshaus. Und Bomben. Mitchs Idee. Dachte ich mir. Violet sagt, wir fangen morgen an, alles vorzubereiten. Gut. Die anderen haben nichts dagegen, dass ihr bleibt. Vorerst jedenfalls. Während wir uns zum Kampf rüsten. Ja, ich bin froh. Ich wollte nur, dass sie uns vergeben. Ich hab gesagt, sie haben nichts dagegen, dass ihr bleibt, bis die Plünderer weg sind. Das heißt nicht, dass sie euch alle wieder mögen. Die anderen finden's okay, wenn wir bleiben. Was ist mit dir? Ist okay, solange er sich erholt. Und danach? Ich weiß es nicht, Clementine. Clem? Hey, Kleiner, wie geht's? Besser. Tut noch weh. Ich weiß. Hi, Louis. Hey, kleiner Mann. Hab dich vermisst. Sind wir wieder Freunde? Schlaf einfach, okay? Los. Es tut mir leid, dass du wegen uns leidest. Du warst es nicht allein. Marlon, er... Vergiss es. Ich sollte gehen. Ich bin nicht mehr wütend auf ihn. Und du? Er hat geholfen, mich zu tragen. Und er war in meinem Bett, als Ruby mir Zeug gegeben hat. AJ, ich war nie wütend auf ihn. Ich verstehe, warum er es gemacht hat. Warum er uns weghaben wollte. Ich auch. Sehen wir uns mal die Hemden an, die Louis gebracht hat. Dann schlafen wir. War ein langer Tag. Ja. James war nett, aber ich schlaf nicht gern auf dem Boden. Ich auch nicht.
Wie lange der wohl hält? Cool. Die Pflanze sieht gruselig aus. Ist sie auch. Eine Fliegenfalle, die frisst Insekten. Die kann Insekten fressen? Ist ja genial. Komische Pflanze. Das ist ein Pilz. Sieht komisch aus. Irgendwie eklig. Ziemlich cool. Hey, das hier ist ziemlich cool. Sieht aus wie Marlins Jacke. Ja, würde dir aber gut stehen. Hey, guck, Disco Broccoli und sein Freund. Schade, dass du den Cartoon nicht gesehen hast. Ja, schade. Was ist hiermit? Sehen aus wie Tanzstiefel. Ja, ist, glaube ich, derselbe Typ. Cool. Das hier geht. Du kannst es anziehen, wenn du dich besser fühlst, okay? Ja. Zeit zum Schlafen. Ich kann bei dem Licht nicht schlafen. Ich puste es gleich aus. Gute Nacht. Träum schön. Hoffentlich nicht von Beißern. Und was, wenn doch? Peng. AJ? Wo bist du?
hattest einen Albtraum. Denselben, den du früher immer hattest. Über das, was auf der Ranch passiert ist. Mir geht's gut. Geht gleich wieder. Hey, was hast du denn da? Hast du auch schlecht geträumt? Die hast du in letzter Zeit oft. Ich fühle mich so sicherer, wenn ich nicht schlafe. Ich will immer wach bleiben. Das schaffe ich schon. 18 Tage lang. Wenn ich alles gebe. Das Messer ist neu. Hast du das gemacht? Wann? Weiß nicht. Während du weg warst. Das war viel Arbeit. Ich musste immer dran denken, bis es fertig war. Ah! Komm, ich bring dich ins Bett. Nein. Du musst mich nicht immer kontrollieren. Du sagst, ich soll tapfer sein. Das bin ich. Du sagst, sei stark. Und das werde ich sein. Und mutig, die ganze Zeit. Du sollst stark sein, nicht dumm. Bin ich nicht. Du bist gemein zu Leuten, die dir helfen wollen. Das ist dumm. Bitte, nenn mich nicht dumm. Tut mir leid, dass du die ganze Arbeit machen musstest, um für mich zu büßen. Ich werde dir mehr helfen, damit du nicht alles tun musst. Wohin gehst du? Auf Patrouille. Patrouille? Wegen der Gefahr. Böse Leute. Monster. Wovon deine Albträume halt handeln. Und wenn du stattdessen hier bleibst? Leg dich wieder hin. Ich bleib wach und pass auf, dass keine Albträume mehr kommen. Das kannst du nicht. Du kannst ja nicht zaubern. Woher weißt du das? Vielleicht habe ich's dir nur nie gesagt. Nee. Was ist denn? Kann ich vielleicht in deinem Bett schlafen? Wie früher, als ich klein war? Ja, komm hoch. Ich hab keine Angst, bin nur müde. Kann ich verstehen. Glaubst du, das brauchst du? AJ? Was? Du bist immer noch klein. Ja, ich weiß. Bereit für die Arbeit, Kleiner? Von Albträumen werde ich immer noch müder. Ich auch. In deinem Bett habe ich besser geschlafen. Ich bin mit der Wache dran. Ich muss noch was anderes machen. Was denn? Nichts ist nicht wichtig. Verdammt doch mal, Louis. Nimm doch einmal etwas ernst. Ich nehme das schon seit Tagen ernst. Schon seit über 2 Wochen tue ich das. Wie alle anderen auch. Was willst du? Hey. Ich dachte, Lily und Abel wären längst hier. Ich frag mich, worauf sie warten. Keine Ahnung. Ich wollte nur Zeit zur Vorbereitung.
Aber die Warterei ist ätzend. Alle sind so angespannt. Soll ich dir helfen? Ja. Könntest du mal nach allen sehen, ob sie ihren Scheiß auch richtig machen? Klar, mache ich. Danke, Clem. Ich sollte jetzt mal den hinteren Gang vernageln, nachdem Louis es nicht macht. Ziemlich deutliche Botschaft. Auf so etwas würde ich nie schwören. Hey, was machst du da? Testen, ob die Bombe hochgeht. Das kleine Ding bringt niemanden um. Ich will nur sehen, ob sie zündet. Das muss es. Unser ganzer Plan hängt von dem kleinen Ding ab. Wenn sie reinkommen, muss ich die Bombe zünden, während ich sie ablenke. Erwarte das Unerwartete. Ja, so in der Art. Das habe ich auf einem dieser blöden Motivationsposter gelesen. Die hing früher immer in der Schule. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich sie runtergerissen. Ja, blöder Mist. Kannst du? Meine Hand ist nach dem anstrengenden Tag total im Eimer. Bleib zurück. Verdammte Scheiße. Wenn das nicht funktioniert. Verdammte Scheiße. Das klappt schon noch. Versuch's weiter. Ich hab ja nicht alle Zeit der Welt, Wissenschaftler zu spielen und den Scheiß auszutüfteln. Ich mach das. Ich brauch nur mehr Zeit. Alleine. Zum Nachdenken. Schon verstanden. Ich geh dann mal. Aber danke. Für deine Hilfe. Nichts mehr übrig. Ich frag mich, ob sie es nach dem Feuer wieder aufbauen wollten. Miss Martin, danke, dass Sie alle beschützt haben. Hier sieht's aus, als stünde ein Krieg bevor. Was ist los? In ein paar Wochen oder Tagen oder Stunden kommen die Plünderer. Fackeln alles ab, stehlen alles oder töten uns. Und dann ist es egal, wie schlecht ich war. Die Plünderer brennen nichts nieder und entführen niemanden. Wir beenden es. Du klingst wie Marlon. Also, nicht beim Kämpfen, aber deine Aufmunterungsversuche. Du weißt schon. Ich habe jahrelang nur dumme Witze gemacht und dumme Spiele gespielt und habe meinen besten Freund mit der Verantwortung allein gelassen. Den schweren Entscheidungen, den schlaflosen Nächten und am Ende einer Kugel in den Kopf. Und dann, als du uns sagen wolltest, wie er wirklich ist und AJ ihn erschossen hat, gab ich euch beiden die Schuld. Ich weiß, ich... Also ich wollte nicht... Ich kann's nicht ausdrücken. Ich vergebe dir. Ich verstehe, warum du es getan hast. Ich bin nicht wütend. Er war mein bester Freund, wie ein Bruder. Aber was er getan hat, das war abgefuckt.
Hier, nimm du. Wirklich? Der gehörte doch Marlin. Ja. Und er hat damit die Schule verteidigt, bis er aufgehört hat. Los, probier ihn aus. In die Richtung, bitte. Und nur zur Info, ich lach mich schief, wenn du nicht triffst. Verdammt! Ich darf dich nicht wütend machen, wenn ich mit einem großen roten Kreis auf der Brust vor dir stehe. Wenn du noch mehr üben willst, sag mir Bescheid. Okay? Klingt gut. Und Clem, danke. Für alles. Meinst du, dass Sophie und Minnie bei ihnen sind, wenn sie kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich halte Wache, Clem, wegen der Gefahr. Wie, Patrouille? Nein, Clem. Wache ist total anders als Patrouille. Warum? Man geht nicht. Oh, stimmt. Hinterer Korridor ist sicher. Wie sieht's aus? Okay, oder also einfach total scheiße? Also, es ist nicht perfekt, ehrlich. Aber sie versuchen es. Mit allen Mitteln, die sie haben. Versuchen verhindert nicht, dass sie entführt werden. Versuchen hält die Plünderer nicht davon ab, unser Zuhause abzufackeln. Mann, Clem! Seit die Beißer Leute fressen, gibt es keine Teilnehmerurkunden mehr. Du bist ein Langweiler und deine Idee ist blöd. Ach, ich bin blöd. Du kannst doch nicht logisch denken, wenn du dich hören könntest. Mann, was zur Hölle? Violet meinte, wir sollen zusammen die Fallen vorbereiten. Aber Asim hört nicht auf mich. Das heißt nicht, dass ihr euch anschreien müsst. Halt dich da raus. Ich hab eine Idee. Wir füllen Kleidersäcke mit Ziegeln. Wenn die Plünderer zum Gebäude kommen, lassen wir sie fallen. Willy hier will einen Plünderer mit einem riesigen Baumstamm umhauen. Wenn überhaupt. Total idiotisch. Du bist ein Idiot. Du bist kindisch. Bin ich nicht. Ich will helfen. Dann hilf und hör auf zu streiten. Der Baumstamm klingt, als könnte er echt Schaden machen. Hab ich doch gesagt. Klar, Schaden an einer Person, wenn er überhaupt wen trifft. Ich weiß nicht, warum ich überrascht bin. Wann hat Willy denn überhaupt mal was Nützliches für die Schule gemacht? Selbst Wache schieben war zu schwierig. Was zur Hölle? Hey, alles klar? Ja, prima. Mist! Mann, wir bringen uns noch gegenseitig um, bevor die verdammten Plünderer kommen. Wir brauchen ein Ventil, um Druck abzulassen. Hey, Mann, wie läuft's? Verpiss dich! In der Ecke sitzen und schmollen hilft uns auch nicht weiter. Komm. Lach mal wieder. Du wirst jeden Tag ätzender. Egal. Ich habe einen Plan entwickelt, die Stimmung zu verbessern. Und der Plan ist ein Spiel. Komm, wir müssen spielen.
Okay, ich komme. Wir haben seit Wochen nichts gespielt. Seit dem Abend mit Marlon. Also, wenn du Ruby fragen willst, ob sie mitspielt, ich warte gern. Halt's Maul, Alter! Ich schwör's dir. Du bist in Ruby verknallt? Was spielen wir? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht spielt man doch nicht mit Karten. In dieser Version schon. Alle ziehen. Die höchste Karte darf fragen, die niedrigste muss antworten. Das wird witzig. Mal sehen. Wahrheit. Heiraten, ficken, umbringen. Wahrheit. Also schön. Heiraten, flippen, umbringen. Ruby, Asim oder James, der Typ, der dich gerettet hat. Oh Gott. Ach, du musst antworten. So sind die Regeln. Ach, mal sehen. Heiraten würde ich... James. Er klingt mysteriös. Lustig. Du sprichst grauenhaft ganz anders aus als ich. Hast du nicht gesagt, er hatte Haut an? Menschenhaut? Jedem Tierchen sein Pläsierchen klemmen. Ich flippe... Flippen, 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 flippen. Flippen, flippen, flippen. Asim. Oh, wow. Das ist... Wow. Jetzt ist es peinlich. Ich glaube nicht, dass du sein Typ bist. Er mag Rothaarige. Alter, sei still. Umbringen tust du also. Das ist der Wahnsinn. Ruby! Wow, die arme Ruby. Arme, gütige Ruby. Asim würde dich sofort heiraten. Verdammt, Luis. Das ist doch super. Wir lachen, wir verstehen uns. Und wir denken mal nicht an mordlustige Arschlöcher, die uns verschleppen wollen. Nicht, wenn du es nicht erwähnst. Auf zur zweiten Runde. Ich habe gewonnen. Und der arme Asim hat verloren. Definitiv. Pflicht. Okay. Gebt euer Schlimmstes. Du musst Ruby um einen Kuss bitten. Ernsthaft? Der Pflichtklassiker. Ich krieg keine Luft. Tja, ich glaube, wir haben heute alle etwas über unseren guten Freund Asim gelernt. Hauptsächlich, dass er keinerlei romantischen Charme hat. Klappe! Aufgepasst, Leute! Runde 3 geht los. Ich hab's. Wir haben den armen Asim wegen der süßen Ruby übel geärgert. Also müssen wir auch jemand anderen wegen seiner unerwiderten Liebe ärgern. Also, Clem, gibt's hier jemanden, den du magst? Ernsthaft? Magst? Bist du 6 oder was? 7. Danke. Ja, ich habe definitiv Gefühle für jemanden. Oh, wer ist es? Nein, ich sag nix. Asim, du hast die höchste Karte. Und verloren hat Tennessee. Was hast du noch nie irgendjemandem erzählt, weil du Angst hattest, dass du ausgelacht wirst? Ganz genau. Ich glaube, dass es die Beißer nicht ewig gibt. Irgendwann verschwinden sie. Weil die Welt ein Kreislauf ist, oder? Eiszeit, Steinzeit, irgendwelche anderen Zeiten. So ist das eben. Diese Zeit endet und eine andere beginnt. Eine Zeit ohne Beißer, wie es früher war. Das hoffe ich. Warum sehen mich alle so an? Habe ich das Spiel versaut? Das ist echt schön. So habe ich das noch nie gesehen. Was ist los, AJ? Ich weiß nur nicht, wie es ist. Ihr alle schon, nur ich nicht. Ich erinnere mich nicht an eine Zeit ohne Monster. Weißt du was, kleiner Mann? Das ist total okay. Glaub mir, die Welt vor dieser war ziemlich beschissen.
Und das ist die richtige Stelle, um Schluss zu machen. Wir müssen sowieso die Arbeit fertig kriegen. Es wird dunkel. Hältst du Wache? Ja, Clementine ist nach mir dran. Kann ich mitkommen? Aber sicher doch, Kleiner. Hey. Hey. Brauchst du Hilfe mit dem Baumstamm? Ja. Er ist echt schwer. Bauen wir den tödlichsten Baumstamm aller Zeiten. Sorry wegen vorhin. Schon okay. War ein guter Treffer. Ich bin unterwegs zum Glockenturm. Ich will vor dem Schlafengehen noch die hintere Wand überprüfen. Brauchst du Hilfe? Klar, wenn du Lust hast. Du kannst mir auch stattdessen helfen. Ich habe Klavierdienst. Was denn? Ich muss noch ein wenig üben, bevor jemand es noch zu Brennholz machen will. Ich will ein Projekt versuchen, das nur zu zweit geht. Wir kontrollieren die Mauern? Ja, von da oben. Die beste Aussicht. Bereit zum Klettern? Sieht gefährlich aus. Was ist gefährlicher als Beißer? Oder die Rostlaube, die du fährst? Stimmt. Du bist kein feiges Huhn, oder? Nein. Ah, da fallen mir Chicken Nuggets ein. Erinnerst du dich noch? Nicht wirklich. Ich schon. Die gab's bei uns sonntags. Oma hatte nach der Kirche und vorm Bibelkreis keine Zeit zum Kochen. Deshalb Fast Food. Mann, für ein Nugget würde ich ein Auge hergeben. Wirklich? Ach, denke schon. Ja. Stacheldraht, Fallen, Waffen, alles, was wir geplant haben. Das haben wir dir zu verdanken. Du hast es möglich gemacht. Du hältst heute Abend Wache, oder? Ja, AJ und ich. Hast du vorher Zeit zum Abhängen? Klar. Manchmal brauche ich meine Ruhe. Etwas Abstand von den anderen. Clem. Ja? Du kamst wegen der Medizin zurück. Wegen AJ. Aber dann hättet ihr gehen können. Das hätte dir den Mist mit den Plünderern erspart. Warum bist du hier? Tut mir leid, wenn ich zu direkt bin. Du musst nicht antworten. Jeder hat so seine Gründe. Wo soll ich denn hin? Wenn du hier bist. Das ist schön. Kennst du irgendwelche Sternbilder? Nee, du? Ich habe in der Schule welche gelernt und dann vergessen. Erfinden wir welche. Komm mal her. Hier kann man sitzen, ohne dass man abstürzt.
Ist es nicht so, dass jeder ein besonderes Sternzeichen hat? Das bestimmt den Charakter. Es ist Astrologie, nicht Astronomie. Scheiß drauf, wir bestimmen das selbst. Regeln, Zeichen, Eigenschaften. Weiß eh kein Schwein mehr, wie es früher war. Okay, los geht's. Da, siehst du? Ein Fisch. So, jetzt braucht er einen Charakter. Klug, hübsch, ein geselliger Typ, hat immer viel Energie. Klingt das wie jemand, den wir kennen? Das mit der Energie ist leicht. Geselliger Typ, dagegen nicht. Ja, das klingt nach dir. Hast du nicht zugehört? Ein geselliger Typ. Ich? Okay, der Teil eher nicht. Den Rest sehe ich mal als Kompliment. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein Messer. Da oben. Direkt über deinem Kopf. Ja, die sind alle über meinem Kopf. Super, das ist leicht. Klug, sauber, brutal, zuverlässig. Jemand, der dir den Rücken stärkt. Lässt sich nichts gefallen, kriegt Zeug gebacken. Das klingt nach dir. Du kannst mir nicht jedes Zeichen geben. Nenn wen anders. Das klingt nach AJ. Er kann überleben, das steht fest. Okay. Einmal noch. Da ist ein Vogel. Ein echter Vogel? Nein, aus Sternen. Thank you.
Ein Vogel ist frei. Er kann fliegen, wohin er will. Weiter und weiter, ohne zurückzukommen. Nach Süden, Osten, Westen, ganz egal. Man könnte in den Sonnenuntergang fliegen. Das sind wir alle. Wir wünschen uns alle, wir könnten hier wegfliegen. Vielleicht lernen wir irgendwann gemeinsam zu fliegen. Entschuldige, ich wollte nicht so viel reden. Ich musste nur oft mit ansehen, wie Leute gehen. Familie, Freunde. Sie kommen nie wieder. Aber du kamst wieder. Und jetzt kann ich's mir ohne dich nicht mehr vorstellen. Oh Mann, das klingt echt bescheuert, wenn man es laut sagt. Wir sind Freunde. Gute. Es tut gut, wieder eine Freundin zu haben, jemandem zu vertrauen. Müssen wir jetzt Freundschaftsarmbänder basteln oder sowas? Tja, sonst ist es nicht offiziell. Ach, ich hasse basteln. Verdammt. Wird wohl Zeit, dass du Wache schiebst. Bereit? Ja. Die Plünderer. Der Typ. Er wird bei ihnen sein. Abel. Ja. Deine Albträume. Sie drehen sich alle um ihn, oder? Ja. Ich hasse das verfickte Kackarschloch. Verdammt nochmal. Wow. Das war jetzt schon übertrieben, oder? Tu ich aber. Versuch an was anderes zu denken. Zähl die Monster, die du siehst. So viel wie sonst auch. 3, 4. Es ist okay, wenn Abel dir Angst macht, AJ. Du kannst damit umgehen. Da draußen sind 10 Monster. Er macht mir keine Angst. Aber wenn er herkommt, gehört er mir. Ich bringe ihn um. Okay? Nein, AJ. Er ist zu gefährlich. Aber... Kein Aber. So ein Scheiß. Du meintest dich da. Jetzt sind es 12. Und wenn wir Schere, Stein, Papier spielen... Wenn ich gewinne, darf ich Abel zuerst angreifen. Ich schaffe das, Clem. Bitte. Immer noch nein. Komm schon. Irgendwann kannst du nicht mehr nein sagen. Was hast du gesagt? Nichts. War nicht so gemeint. Clem, ich sehe was. Kein Weißer? Hier, guck mal. Das ist kein Weißer. Gute Arbeit, AJ. Komm, wir müssen Bescheid sagen. Thank you.
Sind sie endlich da? Ja. Pass auf dich auf. Wir sind bereit. Sie haben noch mindestens 4 weitere Leute, alle bewaffnet und Karren, um Leute mitzunehmen. Oh nein. Arschlöcher. Ich glaub's nicht, sie sind hier. Wenn sie reinkommen, lock ich sie hinter mir her. Dann haben Willy und Mitch Zeit, die Bombe zu legen. Ich leg sie unter die Karren, das passt. Ich schwör's. Wenn sie reinkommen, fallen wir zurück. Zum Verwaltungsgebäude. Genau, zu unseren Fallen. Der Stamm ist bereit. Ich hab ihn 2-mal gecheckt. 3-mal. So, noch schnell ein paar weise Worte. Du hast sie ja schon mal besiegt. Mehr oder weniger. Louis, Schnauze. Egal, was passiert. Passt aufeinander. Scheiße, verdammt! Verdammte Scheiße! Nein! Scheiße! Mist, Mist! Verstecken! Oma, ich mach das. Versteck dich! Ich komm klar. Du hast viel Zeit.